und Cornelia Ecker, Landwirtschaftssprecherin SPÖ, ist an Bord. Dass Sie es nicht wollen als ÖVP, das wissen wir. Und es gibt schlicht und weg kein Argument für Glyphosat, Herr Strasser. Aber nun zum eigentlichen Gesetz. Die österreichische Wasserqualität ist im europäischen Spitzenfeld. Dennoch gibt es Defizite in manchen Bereichen unserer heimischen Gewässer, die es zu beheben gibt. Dies verlangt auch die Europäische Union in ihrer Wasserrahmenrichtlinie, die wir bis 2027 erfüllen müssen. Und ob wir zu diesem Zeitpunkt, Frau Ministerin, diese Rahmenbedingungen erfüllen können, das bezweifeln wir als Sozialdemokratie. Denn in diesem Bereich wurde viele Jahre und Monate jetzt geschlafen. Hier wurde nichts weitergebracht und diesem so wichtigen Gut wurde einfach zu wenig Beachtung geschenkt. Viel wurde angekündigt von Ihnen, wenig wurde umgesetzt. Wir haben somit eine Zeit vergeudet, die uns jetzt fehlt. Sogar der Rechnungshof hat bereits davor gewarnt, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie fristgerecht nicht möglich sein wird. Was heißt das? Und das ist Ihre Verantwortung, Frau Ministerin. Hohe Strafzahlungen kommen hier auf Österreich zu. Auch eine einstimmig gefasster Entschließungsantrag im Jahr 2019 zur dringenden Finanzierung des Gewässerschutzes wurde von der Landwirtschaftsministerin, sprich von Ihnen, nicht umgesetzt. Nicht einmal im Budget 2020 hat man hier Geldmittel vorgesehen, obwohl es im Regierungsprogramm ganz klar verankert gewesen ist, die Förderung gewässerökologischer Maßnahmen. Ebenso wurde ein SPÖ-Antrag, wo wir eingebracht haben, 150 Millionen Fördermittel für diesen Bereich 2021 im Ausschuss eingebracht, zur Verfügung zu stellen. Dieser wurde vertagt von den Regierungsparteien. Untätigkeit von vorne bis hinten. Nun kommt die Regierung endlich in die Gänge, stellt im Rahmen der UFG-Novelle 200 Millionen Euro für, Herr Strasser, da muss ich Sie noch einmal korrigieren, nicht 7 Jahre, sondern 8 Jahre, denn 20 bis 27 sprechen wir von 8 Jahren zur Verfügung und wir wissen, das wird weitaus zu wenig sein. Ich bitte Sie hier, wenn wir hier zusätzliche Geldmittel brauchen, bitte stellen Sie die zeitgerecht zur Seite. Auf das Schärfste zu kritisieren ist auch der Umstand, dass wieder einmal auf die Begutachtung dieses Gesetzes verzichtet wurde. Das ist einfach schlechter Stil, Frau Ministerin. Im Ausschuss haben Sie auch, und das wurde von meinem Vorredner schon angesprochen, von zusätzlichen 8.500 Arbeitsplätzen, die durch diese 200 Millionen Förderung in der Gewässerökologie kommen werden. Ich frage Sie nur, wo sollen die herkommen? Das würde uns gern interessieren, wiewohl es uns natürlich sehr freuen würde. Jeder zusätzliche Arbeitsplatz in dieser schweren Zeit um Covid-19 ist ein Gewinn. Und ich hoffe nur, dass diese Arbeitsplätze in den Regionen geschaffen werden, dass örtliche Betriebe davon profitieren und vor allem der Wirtschaftsstandort Österreich. Auch wenn die gegenständliche Novelle keinem Begutachtungsverfahren unterzogen wurde und so viele kritische Stellungnahmen trotzdem eingekommen sind ins Hohe Haus, stimmen wir dem Antrag, dem Gesetz natürlich zu. Aber eines ist doch vernichtend, Frau Ministerin, Sie verleiben sich ja Gelder ein, die Ihnen gar nicht gehören, denn von den 200 Millionen sind 58,4 Millionen Euro keine Bundesmittel, sondern das gehört den Ländern, den Gemeinden und die werden sich das sicher nicht gefallen lassen. Fremde Gelder nehmen, keine zuständigen Stellen mitreden lassen und Stellungnahmen zulassen, das ist wirklich ein ganz schlechter Stil, trägt überhaupt nicht zum Miteinander bei, aber uns ist es ein großes Anliegen, gerade unser hohes Gut Wasser, deshalb stimmen wir hier natürlich zu. Vielen Dank. Cornelia Ecker von der SPÖ wirft der Landwirtschaftsministerin Untätigkeit und schlechten Stil vor. Keine Geldmittel für gewässerökologische Maßnahmen gäbe es zudem im aktuellen Budget. Die jetzt bewilligten Fördermittel, die seien zudem zu gering.